Herzlich willkommen zurück bei Säulen der Erden. Ja, wir sind hier am, ja, am Ufer des Flusses, wo die blinde Frau ihren Ring sucht. Und da sehe ich doch gerade, dass da was glitzert. Das sieht doch aus wie der Ring, oder nicht? Eingesackt. Komm zurück zu mir. Bitte, komm zurück. Ja, ich habe ihn gefunden. Guck an. Ich habe ihn gefunden. Gern geschehen. Ja. Oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ihr seid ein guter Mensch. Aber klar. So voller Güte. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Jetzt kommt er raus aus dem Wasser. Sonst bist du noch krank. Ich sehe, dass dieser Ring euch sehr viel bedeutet. Er war ein Geschenk meiner Stiefmutter. Sie dachte, ich würde ewig bleiben, aber das tat ich nicht. Warum seid ihr gegangen? Oh, ich dachte, ich gehörte nicht dazu. Sie sagte immer, ich sei ihre Tochter, aber ich war mir sicher, dass sie log. Ich war so selbstsüchtig und so dumm. Zu dumm, um zu sehen, dass ich eigentlich glücklich war. Okay. Erzählt mir von eurer Stiefmutter. Sie war so eine liebe Frau. So herzensgut. Vielleicht wart ihr wirklich nicht glücklich. Ich weiß es nicht. Ich war sehr jung und dachte, ich sei unglücklich, weil ich nicht nahe genug am Meer lebte. Ach so, ja dann. Aber am Ende liebte das Meer mich nicht genauso. Die Kälte dort machte mich krank. Sie nahm mir das Augenlicht. Es war mutig von euch zu gehen. Ihr habt getan, was das Herz euch gebot. Ich war dumm. Schrecklich dumm. Deshalb seid ihr auf Pilgerfahrt gegangen? Ja, damit St. Jakob meine Frömmigkeit sieht und ich mit meiner Mutter im Himmel vereint werde. Ich bin nicht so gut wie ihr. Ganz und gar nicht. Die hätte bestimmt den Ring genommen und einfach in den See geworfen. Ihr seid zu hart zu euch selbst. Ich weiß nicht. Auch ich versuche, etwas wieder gut zu machen. Bei dem Mann, den ich am meisten liebte. Ich habe gehört, er sei nach Santiago de Compostela gegangen. Ihr werdet es bald wissen. Da sahen wir nicht wirklich aus, ne? Es sind noch 4 Wochen bis zum Ziel. Da sahen wir nicht aus wie Santiago de Compostela. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich habe nur das Gefühl... Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn mit jedem neuen Tag ein Stückchen mehr verlieren. Und dass das Einzige, worauf ich noch hoffen kann, nicht Liebe ist, sondern Vergebung. Ich verstehe. Still, Kleine. Bald ist unsere Reise zu Ende. Camino de Santiago. Der Jakobsweg, El Camino de Santiago, ist eine christliche Pilgerfahrt zur Kathedrale von Santiago de Compostela, wo, so sagt man, die Gebeine des Apostels Jakobus des Älteren aufbewahrt werden. Dieses Pilgerziel ist neben Jerusalem und Rom eines der wichtigsten des Christentums und das einzige, so sagt man, das einen Pilger von seinen Sünden befreien kann. Na klar. Oder ein Ablassbrief, das geht auch. Im 12. Jahrhundert ist der Pilgerweg gut ausgebaut. Es gibt sogar einen Reiseführer, den Codex Calixtinus, der Pilger auf ihre Reise vorbereitet. Die Jakobsmuschel ist ein Symbol, das den Pilger den Weg weist und für den Jakobsweg steht, denn am Ende der Reise haben die Pilger beinahe das Meer erreicht. Ist das nicht schön? Bilbao, okay.
Okay, wir gehen jetzt quasi den Jakobsweg lang. Der Name der Frau war Alba. Sie kam aus einer kleinen Stadt irgendwo in Katalonien. Ich gewöhnte mich bald daran, dass sie ständig nach dem Ring ihrer Stiefmutter tastete und an den Ausdruck der Schuld in ihren trüben Augen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Gesellschaft zusagte, aber ich konnte sie auch nicht allein weiterziehen lassen. Als wir Los Arcos erreichten, hatte sie aufgehört zu reden, während ich dann und wann ein freundliches Wort fallen ließ, um ihr zu zeigen, dass ich noch bei ihr war. Das ist ja nett. Gehen wir nach Burgos. Alba hielt sich selbst für schwach an Körper und Geist, und doch ging sie den Jakobsweg mit einer großen Zielstrebigkeit, die sie vorantrieb. Ich machte mir Gedanken über das, was ich ihr über meine eigene Reise erzählt hatte. Hoffte ich auf Liebe? Oder tat ich diese Reise nur, weil ich Vergebung von ihm erhoffte? Aber was gab es da zu vergeben? Meinen Entschluss, Alfred zu heiraten, hatte ich für die Menschen von Shireen getroffen. Es war ein Opfer, das ich hatte bringen müssen, um die Schreckensherrschaft von William Hamley zu brechen. Diese Fragen verfolgten mich jetzt schon lange Zeit. Aber wenn ich wirklich bald Jack sehen würde, war es Zeit, mich zu entscheiden. Auf nach Leon. Bei Leon begann der Weg, sich langsam aufwärts zu winden. Es waren nur noch 2 Wochen, bis wir Santiago erreichen würden. Das Baby war guter Dinge und Alba überraschenderweise ebenfalls. Das war schön. Hinter Astorga wurde der Weg schwieriger. Alba wurde immer langsamer und wir mussten mehr Pausen einlegen. Sie wurde wieder still. Die Belastung zehrte an ihr und sie machte sich Sorgen, dass sie das Ende des Weges vielleicht nicht erreichen würde. Dennoch kamen wir Stück um Stück weiter. Das Problem ist ja, wenn du, sag mal, diesen ganzen Jakobsweg gelaufen bist, du musst ja wieder zurück. Am nächsten Morgen konnte Alba nicht aufstehen. Ihr Atem ging erschreckend flach und sie bemerkte kaum, wie ich ihr die Hand auf die Stirn legte. Alles tut weh, sagte sie, und ich solle ohne sie weitergehen. Nein, wir bleiben. Natürlich blieb ich bei ihr. Ich brachte ihr zu essen und zu trinken und saß an ihrer Seite. Aber ihr Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Sie drängte mich immer noch weiterzugehen, Jack zu finden, bevor er Santiago vielleicht verlassen hatte. Die Mönche von Ponferrade würden sich um sie kümmern. Nee, bleiben. Ich hatte sie kaum gekannt. Und die meiste Zeit hatte sie versucht, mich fortzustoßen. Als ob sie sich für eine Last hielt, die mich behinderte und keine Gesellschaft verdient. Erst wenige Augenblicke, bevor sie starb, lächelte sie mich zum ersten Mal an. Oh. Und ich hoffe, dass sie merkte, dass ich zurücklächelte. Die arme Alba. Ich hoffe, dass sie an diesem fremden Ort, sterbend neben einer fremden Frau, einen Augenblick des inneren Friedens gefunden hatte. Aber sie hatte Santiago nicht erreicht. Als ich ging, verfolgte mich dieser Gedanke weiter. Zu sehen, dass eine Reise ein so plötzliches Ende finden konnte. Aber was hätte sich geändert, wenn sie Santiago erreicht hätte? Wäre sie nicht einfach enttäuscht gewesen von dem, was sie dort vorgefunden hätte? Weil es nicht das gewesen wäre, was sie erwartet hatte? Auf nach Santiago de Compostela. Nach einem Monat auf dem Jakobsweg. Nach Monaten anstrengender Reise erreichten das Kind und ich schließlich Santiago de Compostela. Am Abend besuchten wir die Messe in der großen Kathedrale. Dann begannen wir die Stadt nach Jack abzusuchen. Es war fast schon Morgen, als ein Priester mich schließlich auf ein nahegelegenes Gasthaus verwies. Ein Hund. Hallo. Okay, hier sind Krüge. Die Wirtin und wieder Pilger. Wir sprechen mal mit der Wirtin. Buenos dias. Versteht ihr mich? Sinto ciò ben.
Pero no tenemos camas disponibles. Na klar. Nein, ich brauche kein Zimmer. Mir wurde gesagt, ein Freund von mir war hier vor einiger Zeit. Ein rothaariger Engländer namens Jack. Erinnert ihr euch an ihn? Eu sou te falo em galego, minha rula. Français? Englisch? No. No. Mist. Okay, können wir irgendwie weitergehen? Krüge. Na, jemand hat sie hier gelassen oder stehen lassen. Setz uns mal an die Feuerstelle. Das Feuer. Ja. Dann. Oh, hier weitergehen können wir auch nicht. Kathedrale. Uns da hinsetzen können wir nicht, ne? Die hält nur ihre Händchen dann da drüber. Ja. Na gut. Die Wirtin. I wish I could speak her language. Okay. Weder Spanisch noch Portugiesisch. Können wir ihr das Buch vielleicht geben hier? Guck mal hier, so ein Sexbuch. Ich suche nach einem Mann, der viel liest. El logo anda siempre con libro en riba. Habt ihr so jemanden gesehen? Pero, ¿por qué llevas un libro en riba? Basta escangallar con peso. Sie versteht nicht mal, dass ich nach einem Menschen suche. Okay. Können wir ihr vielleicht mit dem Dolch... Ich bin froh, dass ich meinen Dolch... Okay. Ich habe ihn nur für Notfälle. Na gut. War auch nur ein Sperrhaus. Vielleicht mit dem Kind? Können wir das Kind einfach da lassen? Cousinha, este rubio. Sí, ein Rotschopf. Sí. Habt ihr seinen Vater gesehen? Padre del Niño? Jack Bilder? Ben sendo un peregrino. Was? Un peregrino? Oh, no, no. Er ist kein Pilger. Entonces, ¿quién ven siendo? Was? Zeige auf etwas. Aber auf was? Lasst mich euch etwas zeigen. Zeige auf die Kathedrale. Er baut solche Dinge. Ein Steinmetz. Ein Mason. Ah, este Mason. Albanel. Sí, sí, ein Mason. Das muss es sein. Por aquí pasan una morea de masons. ¿No me podrías decir algo más sobre él? Oím hablar de un masón que dice que se dedica a traducir libros en Toledo. Ya, que no. Por lo visto, di que se llama Jack. Ya, Jack. ¿Habt ihr ihn gesehen? No sé cuál será o su apellido, pero... Ben, é certo que non hai moitos masóns rubios aos que lles guste ler. Se tan desesperada está, por que non vai a Toledo a comprobalo por si mesma? Entón, marchou para Toledo. Was? Er ging nach Toledo? Er ging nach Toledo? A Toledo marchou, sí. Di que o teu Jack podería estar en Toledo. Also gut, dann werde ich nach Toledo gehen. Ich hoffe mal, dass es... Yes. Ich hoffe nur, dass ich euch richtig genau, verstanden das hoffe habe. Ich nämlich auch. Boy, das ist wieder quer zurück dann. Ungefähr ein Monat nach Abreise aus Compostela. Toledo.
dia. Parlez-vous français? Englisch? Natürlich. Wie kann ich euch helfen? Man sagte mir, ein Mann namens Jack Bilder wohne in diesem Haus. Wer hat euch das gesagt? Eine Gruppe von Gelehrten, die am Rande der Stadt leben. Das geht dich in Scheiß an. Sie sagten, er habe alte Schriften über Mathematik übersetzt, bevor er hier eingezogen sei. Bitte wartet hier. Ich werde mit Meister Rashid sprechen. Meister Rashid, den haben wir schon mal gesehen. Anwesen eines reichen Händlers. Ja. Oh, ich vergesse langsam die Details seiner Gesichtszüge. Was war das? Säulen. Mhm. Wirf einen Blick hinein, das machen wir einfach mal. Wir bleiben mal draußen. Nicht, dass wir hier Ärger machen. Großes Hotel. Naja, gut. In Spanien können die auch ein bisschen anders bauen. Als in dem dunklen England. Eingang. Oder müssen wir da vielleicht reingehen einfach? Ach komm. Scheiß, der Hut war drauf. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Da ist die Schleuder. Das ist seine. Zack, eingesagt, genau. Das ist der Beweis, den ich brauche. Jack war hier, okay. Singende Vogel. Kleiner Tisch. Eselapparatur. Okay, den Rest können wir uns so angucken, aber das macht ja wenig Sinn. Boah, nee, die alte. Die macht bestimmt jetzt richtig Ärger. Weil die hat nämlich auch Bock auf Jack. Oh, da seid ihr. Darf ich fragen, wer euch hier reingelassen hat? Digga. Ich bin hunderte von Meilen gereist auf der Suche nach einem Mann namens Jack Bilder. Ein Gelehrter sagte mir, ich würde ihn hier finden. Ja, das hat mein Diener mir schon gesagt. Mein Vater ist derzeit Junge. Nicht hier. Daher werdet ihr mit mir Vorlieb nehmen müssen. Leider muss ich euch enttäuschen. In diesem Haus wohnt niemand namens Jack. Natürlich. Er muss hier sein. Ich habe seine Schleuder gefunden. Was? Wer hat euch in das Archiv meines Vaters eingelassen? Nun, die Tür war auf. Wir gehen einfach gar nicht auf ihre Fragen Bitte, ein. Die soll ihre Klappe mit halten. Ihm reden. Verzeiht, aber das ist nicht leicht. Für keinen von uns. Ihr solltet wissen, dass Jack und ich einander versprochen sind. Was? Vielleicht sollten wir hineingehen. Die Sonne brennt und meine Mutter braucht uns nicht zu hören. Was? Jack hat mir von euch erzählt. Ihr seid Aliena. Ihr seid die, die ihn abgewiesen und seinen Stiefbruder geheiratet hat. Und jetzt wollt ihr ihn zurück. Ich bin hier, Bitch weil fight. Ich ihn liebe. Er sagte immer, er sei hierher gekommen, um etwas über seine Herkunft zu erfahren. Stattdessen fand er alles Mögliche heraus. Über Philosophie, Mathematik. Als mein Vater und er sich trafen, war es Liebe auf den ersten Blick. Sie studierten zusammen und machten große Pläne. Aber am Ende fing Jack immer wieder an, von seiner Kathedrale zu reden. Der großen Kirche, die er eines Tages bauen würde. Rückengewölbe und Spitzbogenfenster. Er konnte sich stundenlang darüber auslassen und zu dieser Decke hochstarren. Wir drei saßen stundenlang hier und redeten. Und am Abend waren es dann immer nur wir zwei. So viele seltsame Ideen über die Zukunft. Einige kaum mehr als Blütenträume, andere fast in Reichweite.
Ihr sprecht von ihm, als sei er fortgegangen. Nun ja, er ist nicht mehr hier. Mein Vater hat ihm Arbeit als Baumeister hier in Toledo angeboten. Er wäre wohlhabend geworden und imstande gewesen, seine Abende unter solchen Gewölben zu verbringen. Mit mir als seiner Frau. Naja. Aber am Ende wollte er das nicht. Da hätten wir noch ein Wörtchen mitgeredet. Sagt mir, habt ihr wirklich seinen Stiefbruder geheiratet? Das geht dich einen Scheiß an. Es war ein Fehler. Das weiß ich jetzt. Selbst wenn ich es getan habe, um ein Versprechen meinem Vater gegenüber zu erfüllen. Ich dachte, ich hätte keine Wahl. Ich wollte ihm nicht wehtun. Glaubt mir. Ich glaube euch. Wisst ihr, er hat mich euretwillen verlassen. Selbst nach allem, was ihr ihm angetan hattet, konnte er euch nicht loslassen. Ihr könnt so froh sein, dass ihr mich getroffen habt und nicht meine Mutter. Sie war so wütend, als er ging. Er kann diese Wirkung auf Menschen haben. Aber davon abgesehen, haben wir unseren Frieden mit ihm gemacht. Vater gab ihm sogar eines seiner liebsten Stücke als Abschiedsgeschenk. Diese eine kleine Holzstatue mit Augen aus Stein. Im Tausch gegen seine Schleuder. Wisst ihr, wohin er gegangen ist? Er wollte nach Paris. Boah, ehrlich? Um an der Kathedrale Saint-Denis zu arbeiten. Ehrlich, nach Paris? Er sagte, er hätte nie die Wahrheit über seinen Vater herausgefunden. Deshalb gäbe es keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Paris? Ja, wenn ihr ihn dort findet, sagt ihm, ich vermisse ihn nicht. Danke. Boah. Und alles Gute für eure Familie. Ich danke euch. Wie heißt das Kind eigentlich? Er hat noch keinen Namen. Nummer 1. Ich wollte ihn nicht ohne Jack taufen. Ist das nicht ein bisschen albern? Vielleicht. Aber er ist ebenso sein Sohn wie meiner. Er hat ein Recht mitzubestimmen. Dann auf nach Paris mit euch. Das Baby braucht einen Namen. Er wird einen bekommen. Danke. Boah, das muss natürlich bitter sein für die. Den ganzen Weg, den wir vorhin gegangen sind. Warum geht's überhaupt so? Warum geht die denn so komisch? Warum ist sie nicht direkt so nach Nordosten gegangen? Ich reiste den Jakobsweg zurück über Astorga, Leon und Burgos. Ich überquerte die Pyrenäen, kam wieder nach Bordeaux, Angoulême und Poitiers, aber blieb nie länger als eine Nacht. Je näher ich Paris kam, umso stärker kehrten meine alten Zweifel und Ängste zurück. Wäre Jack wirklich dort, was würde ich ihm sagen? Moinsen! Ich war sicher, ich würde ihn ohrfeigen? Nee, das nicht. Ja, ich würde ihn drücken. Ich würde ihn sehr, sehr fest an mich drücken und mir wünschen, dass alle Wunden so schnell heilen würden, wie es möglich war. Na, warum ist sie nicht direkt so? Aber naja. 3 Monate später. Paris. Da steht der Eiffelturm noch gar nicht. Basilika de Saint-Denis. Ja, hier werden Steine geraspelt und Sachen gehauen. Und das... Ja, unser Bild von Jack verblasst immer mehr. Ja, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge von den Säulen der Erden. Dann suchen wir nach Jack und schauen, dass wir ihn endlich zu Gesicht bekommen und er hoffentlich hier in Paris ist. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von den Säulen der Erden wieder. Bis dahin,
Auf Wiedersehen.